ja, Leute, es ist nicht schön, hier am Pool zu chillen und einfach mal das Leben genießen. Und damit willkommen zu einer Folge Minecraft Abolo hier auf meinem Kanal. Nämlich habe ich ein neues Stockwerk. Nicht wirklich ein neues Stockwerk, sondern eher ein neues Apartment, wenn man so sagen kann. Und ihr seht das hier schon und Gui ist not open. Ja, genau, Minecraft. Und genau, hier ist nochmal das Franzensein. Wie gesagt, Jonathan30.shop für saftige Franzensein. Nämlich habe ich mir richtig Mühe gegeben, habe mit Chisel einfach hier ein komplettes Pool gemacht. Okay, fangen wir mal hier an. Hier habe ich so richtig cool, es wird hier Wasser rausrinnen gemacht mit Chisel. Ich kann noch schwimmen, also das ist praktisch Chiselwasser. Das ist, wenn man einfach Wasser mit Chisel abbaut. Ich komme hier gerade nicht hoch. Das ist einfach Glas hier. Glas sage ich schon, hier ist einfach Gold. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, oh mein Gott, Julian, kann man runtersehen? Oh mein Gott, nein, das ist eine optische Illusion, Leute. Nämlich kann man hier einfach runter. Ja, hier sieht man es. Okay, da ist nämlich so ein on the picture frame. Da kann man einfach, sieht einfach von oben so aus, als würde praktisch nach unten schauen. Schaut es aber nicht, das ist nämlich richtig cool. Und genau, hier ist nochmal so ein Eingang. Genau. Ich habe die, ist praktisch meine Wohnetage, wenn man so sagen kann. Nämlich habe ich hier, ich habe nicht wirklich ein Bett, aber so eine Art Wohnetage. Hier habe ich so eine kleine Bar. Da kann man praktisch hier raussehen wie Tobs. Oh, Tobs hat keine Dingshaare mehr, gell? Tobs hat keine langen Haare mehr. Ich schon länger. Und Flo hat immer noch den Sombrero. Genau, ihr habt in vorige Folge nämlich geschrieben. Der Hut hier heißt Sombrero im Hintergrund. Und genau, bei der vorigen Folge haben wir, wie gesagt, wer hier die Folge nicht gesehen hat, einfach rechts oben bei mir auschecken. Haben wir hier Flo eine so eine Art Sombrero gemacht und so ein Schnauzer, so ein Schnurrbart. Und ja, ich muss jetzt erstmal meine Rüstung wieder anziehen. Die habe ich nämlich hier gelassen. Ich habe die nämlich hier ausgezogen, genau hier. So. Mit dem saftigen Franzl-Hoodie, wie gesagt, 1930.shop. Jo, mei. Und genau, hier habe ich so eine kleine Chill-Lounge hier. Kann ich hier einfach rausschauen und ja, einfach hier die Aussicht genießen. So, hier habe ich so einen kleinen Stuhl gemacht. Hier ist nämlich meine, so eine Art, wie soll ich sagen, Nachdenk-Brainstorm-Dings. Brainstorm-Ecke hier mit einer Lampe und mit so einem Buch. Kann ich auch schreiben mit dem Buch. Richtig cool, so ein Tagebuch oder so. Oder kann ich mir die nächsten Pläne schreiben. Und genau, ich finde das mega cool. Das ist mega cool geworden, vor allem hier auch mit dem Brunnen. Und genau. So, jetzt gehe ich jetzt mal hoch hier. Jo, mei. Und hier, ich habe ein Skelett. Au, oh, Skelett. Hallo? Warum bist du in meinem Haus hier? Das ist Skelett. Und hier habe ich auch mein gutes altes Bett hier. Ich habe hier so ein Bett reingemacht. Hier wollte ich noch so ein Schlafzimmer machen. Aber ich bin mir noch nicht sicher genau, wie ich das mache. Wie gesagt, und hallo, bist du ein Händler? Metalloid? Rosit und Silver Ingots. Alles klar. Rosit auf jeden Fall. Ist gut. Also Rosit für 5 Silver Ingots. Und Amethyst für 2 Silver Ingots. Okay. Okay, sind noch andere jetzt. Ich könnte, glaube ich, mal mitnehmen. Ich habe noch Delaney, gell? Komm mal mit. Leute, ich kann einstellen jetzt. No way, oder? Nie im Leben, warte mal. Komm mit. Leute, wie soll ich den nennen? Ich kann jetzt hoch in mein Dings nehmen. So, jetzt bleib mal hier. So. Welche Ebene ist das? Ich denke, 7, denke ich auch. 7? Hallo? Wo ist der? Einer ist über mir. 5 war das. 5. So, 5 für die 5. So, du kommst jetzt erstmal mit hier. Ich hoffe, das geht mit dir. Auf den Aufzug. Oh nein, kennt er das nicht. Doch, der kommt. Doch, er kommt eh hoch. Okay, jetzt nehme ich, oh nein, jetzt habe ich eine Fackel platziert. So. Und du kommst jetzt nämlich mit hier, okay, ich glaube, ich muss ihn rausschieben. Auf meine Etage. Nämlich habe ich hier so ein Dings, so ein Business-Dings. Da schiebe ich ihn mal nach hinten. So, jetzt kann ich wieder mit dem Dings nehmen. Richtig geil, Leute. Aber der ist ein bisschen alt schon, weil der einen grauen Bart. Und ich glaube, der kommt auch durch die Tür nicht durch. Ich glaube, der muss die Tür hier abbauen. Ja, mein Kamerade, du kommst hier durch. So. Kommt immer noch nicht durch? Jetzt kommt er durch. Nice. Jetzt kommst du auch hier durch. Und ja, so, jetzt kannst du hier mal bleiben. Ich hoffe, springen, der kann ja nicht, nie im Leben kann das springen hier, oder? Kannst du springen? Hello there, human. Hallo, da, junger Mensch, yes, sir. Jetzt habe ich Dings, jetzt haben wir jetzt so einen Angestellten. Ich muss das genau dingsen, was er genau kann. So, jetzt einmal runter, hier habe ich irgendwo eine Fackel platziert, oder? Nicht? Oh nein. Egal. Auf jeden Fall wollte ich die Folge euch noch was Cooles zeigen und ich wollte Tobs und so einen Brief machen. Nämlich als Werbung, dass sie hier Merch aufhängen können. Nur 200 Euro jetzt. Verbilligung, 100 Euro pro Stück hier. Wollte ich nämlich auch gleich machen. Und ich habe so eine Art Dings hier gemacht. So eine Art Cobblestone-Mauer hier mehr oder weniger um mein Gebiet hier herum. Es ist noch nicht alles geclaimed, Leute.
Hier noch ein bisschen, noch nicht geclaimed, aber hier ist schon dick auch der Mauer. Da vorne ist sie noch nicht dick. Ich denke, irgendwo da vorne. Genau, hier sind noch ein Block, hier sind schon zwei Blöcke. Also das mache ich alles noch. Da unten ist auch noch ein Tor. Das zeige ich euch gleich. Genau, und hier, genau, die obere Ebene habe ich ein bisschen ausgebaut. Da oben will ich so eine Art Terrasse bauen oder so. Könnt ihr, wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich hier bauen kann. Weil ich habe hier, warte mal, das war falsch, Stock 7. Ob ich da irgendwie unten irgendwas bauen kann. Also was ich hier noch bauen soll. Und hier ist, Leute, ihr könnt mir nicht sagen, dass es auch wieder nie. Es sieht auch mega geil aus, weißt du? So, ich weiß nicht, so ganz hohe Gebäude haben das. Ich glaube in Tokio oder so. Solche Dings. Ich habe ein paar Videos gesehen. Es gibt auch Leute, die machen so Parkour oder so. Also wenn ihr nicht wisst, was das ist praktisch, wo Leute von Dach zu Dach springen. Leute, macht das nicht zu Hause. Das kann sehr gefährlich enden. Also nicht Dach machen. Und die springen halt hier Dings. Und da habe ich das gesehen. Und jetzt sollte ich da auch machen. Das ist richtig cool, das mit den Zäunen hier. Und genau, hier haben wir noch die Aussicht auf mein Dings. Ich finde das Grüne. Ich meine, bei Häusern oder so finde ich, das Grüne gehört einfach dazu. Wisst ihr? Ein Haus ohne Grün oder so, oder später, wenn ich irgendwann mal ein Haus habe, muss Grün dabei sein. Oder muss irgendwas Grünes dabei sein. Weil ohne Grün geht es nicht. Grün ist einfach so eine Farbe, muss einfach dabei sein. Versteht ihr? Jetzt habe ich gerade bei meinem Kuchen abgebissen. Ich habe noch zwei Kuchen, oder? Ich kann irgendwie meinen Kuchen schenken. Ich kann mal easy einen Kuchen schenken. Vielleicht schenkt ihr mir irgendwas zurück. Genau. Wie gesagt, Jansen 30 Job für saftigen Merch. Wie gesagt, die Tasse und den für Federmäppchen, das Federmäppchen und das, das Franzl-T-Shirt und den Franzl-Hoodie. Wie gesagt, ich finde, der Franzl-Hoodie ist richtig flosche. Hier, wie gesagt, Jansen 30 Job hier. Jo, mai. So, nämlich, by the way, meine Lieblingsfarbe ist auch grün. Ich weiß leider noch nicht vom Goldie. Ich weiß immer noch nicht, wo Goldie ist, gell? Wollen wir noch schauen? Genau, ich wollte euch nämlich noch ein paar Fanarts zeigen. So. Oh, ich muss unbedingt hier doch Schilder bauen, gell? Dass man hier runterschauen kann. Also, dass man hier überall weiß, welcher Stock was ist. Genau, nehme ich hier von Cactus Painter, jo, mei. So, nehme ich ist was neu, genau. Das hier ist neu. Nehme ich von, hier ist Goldie, richtig cute, einfach hier. Goldie, wie sie hier sitzt. Und hier von Silverstar. Und hier nochmal Silverstar. Die ist auch Moderatorin. Die ist auch Moderatorin auf meinem Discord. Wie gesagt, Link in der Beschreibung für saftigen Discord. Yo, May. Da rede ich auch manchmal mit denen. Also der Fanart ist von Andreas Melone unterstrich. Nämlich ist es, es ist von einer Folge, wo ich mit Zeus gegen Hades hier gekämpft habe. Richtig cool. Hier, Flo mit Dings und ich hier mit meiner Wintermütze. Jo, mein, hier sind Blitze und hier sind Feuerdings. Und genau, das nächste Fanart, was ich zeigen will, ist von Goldie schon wieder. Nämlich von Benny. Und also auf Discord Ben Sob geheißen. Du weißt, alle Fanarts hier sind von Discord. Also wie gesagt, checkt unbedingt erster Link in der Beschreibung. Ne, zweiter Link in der Beschreibung, Leute. Mein Discord ab. Weil dort rede ich immer mit euch und ja, da nehme ich die meisten Fanarts hier rein. Und checkt unbedingt Discord ab und da seid ihr vielleicht auch dabei beim nächsten Fanart. Genau, hier ist Goldie, wo ich hier Gold rausnehme. Richtig cool. Genau, hier ist sind nämlich Blumen. Und, Juni, nicht zu mir gehen. Ja, Tobs, ich weiß es. Alright, weil Tobs hat irgendwie schon mehrere Folgen aufgenommen und ich bin jetzt erst ein bisschen hinten. Aber seine Folgen kommen erst nicht, ist demnächst, weiß ich so. Alright. Nämlich, genau, das nächste Fanart ist hier von der guten Sophia-213. Das ist nämlich gespiegelt, weil das ist verkehrt. Also ihr müsst immer schauen, dass es praktisch genau gerade ist. Also sonst muss ich es spiegeln. Nicht anschauen, nicht hingehen, nicht dann nachdenken. Okay. Dann stelle ich bei Tobs, wollte ich eigentlich auch einen Brief. Dann mache ich den Brief für Tobs aber nächste Folge, ist egal. Genau, hier ist nämlich ein Fanart von Sophia-213 hier. Zumindest hat hier so auf Discord geheißen. Richtig cool, hier Tobs. Ich finde es auch witzig, wie Tobs hier auf jedem Bild auch so dumm aussieht. Aber das ist auch Tobs, seine Persönlichkeit, jo, mei. Hier ist Easy, hier ist Flo, hier ist Dings hier, wie ist Tobs. Und hier bin ich mit meinem saftigen Österreich-T-Shirt. Wie gesagt, das ist ein Putschhoff für saftiger Österreich-T-Shirt, jo, mei. Genau, das nächste T-Shirt ist hier von. Oh, oh, ich habe den Namen vergessen. Aber ich kann kurz schauen. Das ist nämlich ein richtig cooles T-Shirt. Es ist von Ender Nils. So, ich hab's richtig geschrieben. Ich jetzt nochmal Golden. Das ist schon wieder gespiegelt, weil das war hochkant aufgenommen. Also ihr müsst immer so schauen, dass es waagerecht reinschickt. Ist nochmal Goldie, also deswegen steht Apollo rückwärts, aber das soll eigentlich, stell dich einfach vor, dass es steht normal wird's. Jo, mei, genau, und hier ist nochmal Goldie, richtig witzig, das Fanart ist auch schon älter, sorry, wenn ich das erst jetzt einblende, aber, also hier zeige.
Aber da hast du richtig cool mit Goldblocken, mit ein paar Goldcoins, mit dem Goldschwert und hier das Gold. Wie so richtig. Also Gold sieht genau drauf auf das Gold. Weil das ist halt auch so hyperaktiv auf Gold hier. Und mittlerweile mache ich mir richtig viel Sorgen hier auf Goldie, gell? Ich weiß nicht, ob das nur eine. Ob Goldie nur eine Erkundungsdings oder so macht oder nicht. Hier ist mal mein saftiges Dings. Genau, heute wollte ich nämlich. Leute, hört ihr das? Warum bewegt sich mein kompletter Bildschirm so komisch? Was ist das? Oh Leute, jetzt hat's gerade richtig kaputt gemacht. Warte mal, ist hier irgendwas abgestürzt? Oh, Tatsache, Leute! Hier ist Meteorit einfach abgestürzt, Leute! Oh mein Gott! Okay, jetzt habe ich ein Dings mehr. Oh mein Gott, sie wirklich. Warte mal. Hallo, wie auch immer nicht. Wie gesagt, schreibt den Kommentar, wie ich den nennen soll. Hier ist einfach gerade. Das ganze Stück von meinem Mauer mitgerissen. Okay, die Mauer war noch Dings. Lol, okay, warte, ich schau direkt mal runter. Hä? Als ob, was war das hier für ein Meteorit? Als ob bei mir ein Meteorit einschlägt. Nein, 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 nein. Oh, oh. Oh, okay, ich muss jetzt hier ganz hoch. So, 7. Einmal bitte ganz nach oben. Ich hab. Hat es irgendwas mitgerissen? Ich liebe die Terrasse hier. Hallo? Da sind Erze drauf. Okay. Kommt zwar so ein Erze-Dings. Und der hat einfach hier mein komplettes Dings mitgerissen, meine komplette Wand. Das sind ein Lotto-Dings. Alles klar. Hallo? Nicht, dass hier Aliens gleich kommen oder so. Ich habe mein Schwert, mein Zerschnitzel hier. Oh, hier ist irgendwas, hier sind gute Erze, glaube ich. Oh, ist das Saphir? No way, ist das Saphir. Oh, das sind Saphire, Leute. Ein Saphir. Okay, erstmal schauen, ob hier noch irgendwas ist. Und ich lösche mir hier das ganze Feuer, oder? Nicht, dass hier noch was abbrennt. Hier ist irgendein Baum auch umgefallen. Nicht, dass hier noch mehr brennt. Erstmal dieses ganze Feuer löschen. Ah, lol. Nicht, dass hier gleich irgendwelche Aliens kommen oder so. So. So, so. Oh nein. Ich hoffe. Aber sonst. Ich hoffe, hier ist kein Tier oder so gestorben. Aber ich denke, nicht. Nie im Leben, oder? Was ist das überhaupt für ein Gestein hier? Irostone. Okay, Irostone. Hier sind noch Diamanten. Smaragde. Was ist das hier? Runium Chunk. Weight Enhancer. Unpowered Rune. Leute, mit denen kann ich mir Rune machen, glaube ich, oder? Oh nein, okay, jetzt bin ich irgendwo anders hinkommen. Eisen. Lapis Lazuli. Gold. Eisen wieder. Hier ist richtig viel. Ich weiß nicht, soll ich so viel. Ich weiß nicht, ob das radioaktiv ist, Leute. Hier ist radioaktives drinnen. Angst. Okay, hier ist ein Dings Spoil noch. Ich halte mir lieber Dings. Ist hier noch ein Saphir? Bitte sag ja. Oh nein, ich bin full inventory safe. Kann ich auf 4? Nee, oder? Nee, leider nicht. Schmeiß ich weg. Gold braucht keiner. Eisen. Dias, nochmal Dias. Dias sind auch gut. Was ist das hier? Jade, nice. Jade ist sehr gut. Jade ist sehr gut. Gold baue ich jetzt erstmal nicht ab. Okay. Was auch immer das ist. Runium Chunk. Ich glaube, ich kann man einfach, Dings hier. Saphir? Nee, Amethyst. Okay. So. Bam. Hier ist noch Redstone. Noch richtig viel von dem. Okay, es geht rein. Hier nochmal Jade. Leute, wir haben richtig viel hier. Ich geh mal rein. Saphir. Oh, noch ein Saphir, Leute. Oh mein Gott. Okay. Bitte lass den noch irgendwo ein Saphir sein. Nicht zu viel abbauen. Ich baue mal lieber nicht zu viel. So ein Diamant. Hier ist nochmal Saphir. Okay. Nee, es war kein Saphir. Was war das? Was war das sonst? Weiß nicht. Nochmal ein Dia. Nochmal Eisen. Oh, das ist gerade verbrennt. Verbrannt hier. Ist nochmal sowas. Ich denke hier noch. Ist noch Rosit, oder? Tatsache, nee, hier ist der Dings gedroppt. 3 Saphire. Leute, wir haben richtig viel aus, Leute, gemacht. 3 Saphire, 2 Jade und 2 Rosit, denke ich. Oder? Was weiß ich weg? Sticks braucht, kann man eh jederzeit craften. Ist auch mal ein Jade. Lol, okay, wir haben 3 Saphire, 3 Jade und 2. Oh lol. Wie cool. Okay. Ja, nice, würde ich sagen, Leute. Nice. Gute Ausbeute. Ist hier noch irgendwas? Ist auch ein Diamant. Hier ist doch ein Saphir, glaube ich. Ja, ein Saphir noch. Okay. Alles klar. Ist hier einfach mal ein Dings hier abgestürzt. Muss wieder gescheit einsammeln. Ich sehe wieder in den Kommentaren. Sammel das gescheit ein. Jo, mei. So. Ich gehe schon fast in der Vermieter von Flo. Was ist hier noch? Lapis. Lapis Lazuli kann man immer mitnehmen. Gold, ich weiß nicht, Gold lasse ich lieber da. Obwohl für Goldie. Brauche ich Redstone?
Ja, für die ganzen Sachen. Ich habe gerade Platzmangel, Leute. Oder brauche ich das Irostone, ist die Frage? Ich weiß nicht, ob das radioaktiv ist. Das ist das Ding. Wenn das radioaktiv ist, ich kann vielleicht demnächst doch dingsen, weil wenn ich irgendwas radioaktiv ist, dann ist das Ganze gar nicht gut, weil, falls ihr nicht wisst, was radioaktiv ist, es ist, wenn ein Zeug, das ist extrem giftig und das strahlt Strahlungen, das gibt Strahlungen ab. Und wo ist mein Hangletter? Hier ist mein Hangletter. Ich hab echt Angst, ich muss meinen Mauer demnächst reparieren. Aber ein Mauer kann ja eh nicht abbrennen. Alles klar, hier ist noch ein Dings, irgendein Vieh. Okay. Aber ich hoffe halt, dass es nicht radioaktiv ist hier. Nein, nicht, dann gehe ich noch zu Tobes rüber. Dann stirbt Tobes ja an der radioaktiven Zeug. So, genau. Wenn wir gerade hier da sind, und das ist immer noch geclaimt von Flo. Wenn wir gerade noch da sind, jetzt 30 Punkte Job hat schon irgendwer eingekauft bei mir. Ich kann dir schnell einfach hier was reingeben. Hier sind doch die Franzen-T-Shirts. Hat mich bei mir schon mal eingekauft. Leider noch nicht. Mal schauen. Vielleicht kauft demnächst wer bei mir ein. Wie gesagt, Saftgeruchssäcke und Federpenale und Federmäppchen oder wie man sagt in Deutschland. Und der Handyhülle. Handyhülle haben wir richtig viele schon haben mir auf die Schmier geschrieben. Da ist noch ein bisschen Essen drin, das soll ich auch demnächst ausräumen. Und hier hat schon mal gekauft. Ne, auch noch nicht, leider. Aber egal, vielleicht wenn ich bei den nächsten, wenn ich das nächste Mal bediene oder so, Dings. Dann kann ich, ja, bei anderen oder so. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Yo, mei. So, was ist das hier? Free Carrots, alles klar. Gratis Karotten, okay. Ich wollte mir Top Beflog hier Dings aufstellen. So. Einen Crafting Table, deswegen, warte, ich stelle ihn kurz hier hin. Oder wo hat Flo hier einen Briefkasten? Briefkasten. Ist ein Crafting Table. Ist vielleicht weiter da vorne Briefkasten? Weil vor zwei Folgen haben wir, ich gehe mal nicht weiter. Hinzu ziehe ich wieder in den Dings, in den Käfig, weil vor zwei Folgen haben wir so einen Käfig gehabt. Also Flo hat da so einen Käfig, ich glaube, das ist noch so eine Weile oder so. Ich weiß nicht. Oder hat er das für immer? Hoffentlich nicht. Oder man kann es ihn auch nicht wegnehmen, gell? Okay, ich mache jetzt erstmal hier eine Chest. So. Okay, ich habe jetzt zwei Chests gemacht. Warte mal, so. Warte, die andere kann ich eigentlich viel easy gleich mitnehmen. So. Aber wie komme ich. Warte mal, komme ich hier wieder hoch? Ja, ich komme hier hoch. Genau, nämlich, weil ich ihn, weil ich mach mal die Chest hier hin, mir das Redstone wieder. Nee, ich wollte hier so einen Brief schreiben. Ich habe jetzt nur einen Brief, egal. Schau mal, einen Text für Flo. Hey, Flo. Da du Werbung, weil ich schreibe jetzt wegen Werbung, dass es mehr kostet, weil, er muss 100 Euro nachzahlen. Mittlerweile, weil es hängt schon eine Weile dort. Da du die Werbung auf meinem Turm hängen hast, musst du Steuern zahlen. Steuern zahlen. Punkt. Die Steuersumme beträgt 100 Euro, glaube ich mal. 100 Euro ist, glaube ich, Dings. 100 Euro. 100 Euro, oder ich mach Dollar. Dollar jetzt besser an. So. 100 Euro. Wenn du dies nicht bezahlst, wird deine Werbung heruntergehangen. Punkt. LG Julian. So. Bam. Alright, dann kann es auch eigentlich signieren. Da du die Werbung auf meinem Turm hängen hast, muss ich Steuern zahlen. Die Steuersumme beträgt 100 Dollar, Euro, wie auch immer. Wenn du dies nicht bezahlst, wird deine Werbung heruntergehangen. LG Julian, sein nachher Werbung. Und sign and close. Hier ist das. Alright, dann lege ich es mal hier rein. Und dann würde ich mal hier weiter zu Easy gehen. Wollte ich bei dir auch noch ein Geschenk machen, nämlich, ich kann mal schauen, wie viel Chunks hat Easy schon.
Wie viele Chancen habe ich schon? Ich habe 99. Flo hat 125. Ich kann eh zwei Chunks schenken, oder? Ich glaube, das ist ein gutes Geschenk eigentlich, oder? Zwei Chunks. So, weil ich mal ein guter Typ bin hier, kann ich mal einfach easy zwei Chunks schenken. Ich meine, einfach so, weil Izzy ist eh weiter hinten, also kann ich ihr mal zwei Chunks schenken. Ich kann sie mal hier platzieren, die Chest. Hey, Izzy. Da du nicht so viele Chunks hast wie Flo und ich, schenke ich dir $40, um zwei Chunks zu kaufen. Liebe Grüße, Julian. Und ich kann auch dazu schreiben, weil vielleicht kann ich nichts mit Izzy. Ich hoffe, wir können. Egal, ich lasse einfach. So, LG Julian. So. Dann noch signieren. Und, wie soll ich sagen? Geschenk. So. Bam. Okay, ich kann es eigentlich noch in ein Dings legen. Hier in ein, so. So. Und dann kann ich noch die, $40 reinlegen. So. Aber ich glaube, ich mache gleich mit so. Das heißt, nochmal 4. Das sind $40, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja, genau, $40. Dann ich einfach in den Dings, in den Brief hier, $40 rein und Geschenk und sein und from Jonathan30, yo, May. So, jetzt kann ich hier, ich habe selber nicht so viel Geld, aber weil ich mal so freundlich bin, ich lege mal hier rein. Ich hoffe, das funktioniert, eben aufmachen. Und ja, hier ist wieder so ein Typ. Warum immer? Ja. Ich mache mal noch ein Schild hier dazu. Das ist nicht, oh, ich bin gerade irgendwo uplevelt. Bin ich irgendwo uplevelt? Ich glaube, Expansion bin ich wieder uplevelt. So, nämlich, mach ich so. So, und ein Schild. Jetzt mache ich für Flo, ich platziere das Schild auch noch. Geschenk. So. Warte mal, ich kann noch so einen Pfeil nach unten machen. So. Genau, eine Crafty, glaube ich, nehme ich gleich wieder mit oder schmeiße ich einfach auf Fluss, egal. Auf Fluss, der sammelt eh oder so auf, Junge. So, nämlich wollte ich hier noch zu Flo ein Dings hier schreiben. So, so. Wichtig. So, und so. Alright, dann kann ich hier das wieder zurückschmeißen. Bei Tops kann ich noch. Warte mal, was mache ich mit Tops? Was ist das hier? Au! Aua! Was ist das hier? Beer Trap? Warum steht es hier häufig da? Eigentlich davon bin. Oh, hier ist noch einer, ne? Eigentlich davon eigentlich darf man es nicht abbauen. Hier ist der Heavy Damage. Oh lol, man kriegt richtig Damage von dem, oder? Au, oh, okay. Aber es kommt richtig. Man kann richtig trollen mit dem. Glaube ich, nehme das definitiv mit. Eine Karotte, ich habe gerade keinen Platz. Aber ich nehme es vielleicht demnächst mit. Aber hier nochmal Flo mit dem Schnauzer. Yo, mei. Hier seht ihr mal Flo. Yo, mei. So, nämlich wollte ich jetzt eigentlich auch sagen, das war's für die Folge hier. Yo, mei. Das ist eine etwas kürzere Folge. Oder kann ich noch schauen, ob ich irgendwas hier machen kann? Irgendeine Quest. Stonks. Warte 6 Folgen und gib es. Warte mal. Warte 6 Folgen und gib. Stonks. Warte 6 Folgen und gib es ihm wieder. Dieb. Achso. Kann Witcher etwas, was er liebt? Warte 6 Folgen. Bisschen. 6 Folgen. Ich glaube, das ist schon. Aber Flo hat. Warte mal. Ich weiß nicht, was er liebt. Stimmt. Warte mal. Wie viele Folgen ist es schon her, seit ich Blocky gestohlen habe? Warte, ich schau kurz. Weil eigentlich. Blocky habe ich ja. Warte mal, kann ich. Was er liebt. Weil Flo liebt ja eigentlich Blocky. Das sind 1. Also 1. Mit der Folge 1, 2, 3, 4. 4 Folgen. Okay, 2 Folgen noch. Noch, Leute. Dann kann ich Flo Blocky zurückbringen. Dann habe ich die Quest. Ui, ist eigentlich lol. Und da kriege ich richtig viel, gell? Eiskalt. Bring einen Mitspieler zu weinen. Oh, Leute, das kann ich nicht machen, eigentlich, oder? So. Buh, erschreck nicht deinen Mitspieler. Das kann ich echt machen. Mit. Bei Easy oder so. Tät eine Mitspieler in der Falle, habe ich auch noch nicht. Trolling zu einem Mitspieler richtig hart. Photoshop. Okay, Photoshop Mitspieler habe ich auch leider noch nicht hier. Taschengeld verdienen. $100 noch durch Shops. Warte mal, $100 nur durch Shops, Leute. Gilt das, wenn Flo mir das abgekauft hat? Eigentlich schon, oder, Leute? Wenn Flo mir das Top stinkt hier abgekauft hat. Kann ich eigentlich so machen. Okay, ich zerbitzt noch nicht. Ich gehe mal hoch hier und mach das Ding hier mal. Und hier kann ich auch mal zeigen. Nämlich habe ich hier
Hier ist ein richtig cooles Tor hier. Und hier ist mein ganzes Cobblestone. Ich habe richtig viel Cobblestone in der Mine gefarmt. Dann habe ich das hier. Und ich habe das ganze Cobblestone von dem Haus auch noch gedingst. Und Goldie. Ich mache mir echt Dings um Goldie. Echt Angst um Goldie hier. Der Lego. Oh, aua. Mach nicht diesen Wind hier heute. Oh, Spirit Captures. Captured. Lol, warte mal. Habe ich den jetzt da drinnen? Tatsache. Oh, lol. Okay, dann kann ich mal aufheben. Kann ich vielleicht zu Tops hinstellen oder so. Okay, wie gesagt, das ist ein Punkt Job für saftigen Merch. Oh, mei. Genau, so. Ich wollte doch hochgehen hier. Und ich könnte eigentlich Bären fallen. Für die Leute, die bei mir reingehen, eigentlich aufstellen, eigentlich. Könnte ich das? Eigentlich schon. Ich mache extrem viel Damage, Leute. Was der nächste, der hier reinspaziert bei mir, kriegt aber eine Bärenfalle ab. Richtig cool. Alright, genau, hier ist ja noch Fans, wie gesagt. Discord abchecken, zweiter Link in der Beschreibung. Jo, mei. Und genau hier, das Haus da hinten ist auch schon fertig. Und ich weiß nicht, wie geht's? Zero, ich habe schon fast seinen Namen vergessen. Genau, ich wollte jetzt doch hochgehen. Wo ist das Ding hier? Ich glaube, wir sind eh schon wieder auf 20 Minuten, gell? Wollte ich noch nämlich hochgehen, meine ganzen Items einlagern. Oder, Alter, mein Turm sieht so geil aus, Leute. Und ich weiß immer noch nicht, ob das radioaktiv ist. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob das radioaktiv ist oder so. Alright, dann gehe ich mal hier wieder rein. Und ich würde jetzt auch sagen, das war's für die Folge. Ich glaube, ich mache das offscreen. Mach den Dings hier offscreen. Ich kann ja eigentlich noch... Ich hänge ein Zombie. Kann ich eigentlich noch hier... Oh nein, jetzt bin ich runtergegangen. Wie gesagt, lasst ein Like wieder und schreibt dir das 30-Put-Job für saftigen Franzen-Match, wie ich gerade anhab hier. Ja, mal. Aktiviert die Glocke unbedingt und liked das Video und kommentiert, wie ich den Typen hier oben nennen soll. Mein Angestellten hier. Angestellten. Dann lasst ein Like da und aktiviert die Glocke und ciao.